Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch 5 versteckte Dinge in FIFA 18 vorstellen. Und falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, in denen ich euch einfach auch ein bisschen Hintergrundwissen zeige, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Mich würde es extrem freuen, wenn wir vielleicht heute tatsächlich 500 Likes packen würden. Und dann beginnen wir jetzt auch schon direkt mit dem allerersten Fakt, der eben sozusagen versteckt ist in FIFA 18. Und zwar ist es in FIFA 18 möglich, den Torwart zu steuern. Das habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht gewusst, bis ich das Video vom Gustav rausgefunden habe. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Das Ganze ist in der Beschreibung verlinkt. Es ist möglich, den Torwart zu steuern. Wenn jetzt zum Beispiel der Gegenspieler auf euch zuläuft, also auch online natürlich, Leute, wenn der auf euch zuläuft, dann könnt ihr mit dem Torwart einen Schritt nach rechts, einen Schritt nach links machen und somit die ganze Situation besser bereinigen. Es ist in vielen Fällen extrem hilfreich. Wenn der Spieler nämlich zum Beispiel von rechts auf euer Tor zuläuft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er links in die lange Ecke schießen wird. Und wenn er dann eben den Schritt in die richtige Richtung macht, dann haltet ihr den Ball halt, ja, viel einfacher und dadurch könnt ihr halt wirklich euch viele Gegentore sparen und dadurch natürlich auch mehr Spiele in FIFA 18 gewinnen. Okay, wir kommen zum zweiten Thema und dabei geht es um Rivalenteams in FIFA 18 und zwar schauen die sich an, wenn man die beim Anstoß eingibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Real Madrid gegen Barcelona spielen will, dann sehen wir, dass die Spieler sich zueinander drehen und sich sozusagen in die Augen schauen. Das ist extrem interessant und das ist so eine richtig schöne Kleinigkeit, die EA damit eingebaut hat. Das Ganze war auch in FIFA 17 schon so, soweit ich weiß. Und das ist halt wirklich nur bei Rivalenteams, bei Derby-Teams sozusagen. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel spiele Manchester United gegen Real Madrid, dann wird da nichts Großartiges passieren. Aber wenn ich spiele Barcelona gegen Real Madrid, dann werden sich die Teams anschauen. So, wir sind jetzt auch schon beim dritten Punkt angelangt. Und zwar, ja, ist Ancelotti, also der Ex-Trainer von Bayern München, einfach mal eine Silberkarte. In FIFA 18 richtig kurios. Jetzt im Nachhinein sagen wahrscheinlich die einen oder anderen, yo, ist jetzt auch irgendwie zurecht. Ich meine, er ist ja jetzt rausgeworfen worden sozusagen. Könnte das dann als Begründung sein, sodass er Silber ist. Aber ihr müsst überlegen, als FIFA 18 rausgekommen ist, war er Bayern München Trainer und er war einfach Silber. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er war davor bei Real Madrid und so. Finde ich richtig komisch. Und irgendwie auch teilweise ein bisschen respektlos gegenüber ihm, dass die ihn einfach Silber machen. Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Es sind auch andere Objekte, wie zum Beispiel, glaube ich, die Stamford Bridge, Silber. Ja, das passt auch überhaupt nicht. Keine Ahnung, warum EA das so gemacht hat, aber das ist einfach so. Und das ist meiner Meinung nach auch ziemlich, ja, unscheinbar. Das habe ich wirklich auch erst spät rausgefunden. Und Ancelotti und eben zum Beispiel die Stamford Bridge sind halt einfach in FIFA 18 Silberkarten. Wir sind jetzt auch schon angelangt beim vierten Thema und dabei geht es um richtig coole spezielle Torjubel in FIFA 18. Und zwar ist es möglich, wenn ihr ein Tor schießt, dass ihr mit dem Spieler nach links oder rechts hinter das Tor rennt, währenddessen L2 gedrückt haltet und dass die Spieler dann eben einen Special-Torjubel für euch machen. Diese Torjubel kann man irgendwie nicht eingeben, diese Torjubel, die sind auch nicht irgendwo im Menü oder so, also man kann die auch nicht wirklich finden. Sondern die Torjubel, die da kommen, sind wirklich besonders. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Jamie Vardy oder so ein Tor schießt, dann müsst ihr rechts oder links hinter das Tor rennen mit L2 gedrückt und dann macht er da für euch einen Special-Jubel. Da kann der zum Beispiel abklatschen bei den Fans und das sind halt dann so besondere Sachen und das finde ich extrem cool. Das Ganze funktioniert, soweit ich weiß, auf jeden Fall im Old Trafford und im Santiago Bernabeu. Das funktioniert aber nicht in jedem Stadion, meistens nur in denen, wo die Fans ziemlich nah am Tor halt dran sind, am Spielfeld, sodass eben so Aktionen wie Abklatschen mit den Fans überhaupt möglich werden können. Ja, Freunde, das ist eigentlich das vierte Thema gewesen mit den neuen Jubeln. Das finde ich echt richtig interessant. Wir sind jetzt auch schon angelangt beim fünften Thema und vielleicht gibt es dann auch noch ein sechstes. Eine sechste versteckte Sache in FIFA 18. Aber wir machen jetzt erstmal das fünfte und zwar geht es dabei um die Elfmeter. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ihr einen Elfmeter schießt, dann bewegt euer Schütze den Kopf in die Richtung, wohin ihr zielt. Wenn ihr jetzt nach rechts zielt, dann bewegt er den Kopf nach rechts. Wenn ihr nach links zielt, bewegt er den Kopf nach links. Ich bin mir nicht ganz sicher, beziehungsweise ich glaube nicht, dass der andere Spieler das dann auch sieht. Das heißt, wenn man selbst im Tor steht, dass man dann sieht, wie der andere den Kopf bewegt. Aber wenn ich selber schieße, dann sehe ich, wie mein Spieler den Kopf bewegt. Das finde ich auch eine richtig coole Kleinigkeit, die da einfach eingebaut haben, weil es einfach so dann auch ein bisschen realistischer ist. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu diesem Extra. Ja, zu dieser Extra-Sache, die ich damit eingebaut habe. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angekündigt. Und zwar
Ja, es ist in FIFA 18 wieder mal möglich, sein Stadion selbst zu gestalten. Es ist möglich, in Ultimate Team den Rasen immer kariert zu haben oder den Rasen immer in Kreisform zu haben. Oder immer am Abend zu spielen, was viele sich auch immer wünschen und sich dann ärgern, wenn sie untertags spielen und dann Schatten ist und so. Es ist möglich, dass sie zum Beispiel immer nur am Abend spielt. Und wie das genau funktioniert, dazu wird noch ein externes Video kommen, also ein extra Video in den nächsten Tagen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon gefasst machen. Und Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Video. 5 versteckte Dinge in FIFA 18. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall ist, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sonst noch irgendwelche versteckte Dinge in FIFA 18 gefunden habt. Und dann war es von meiner Seite aus. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und ciao.